Freitagmorgen 0900. Einsatzort die Duisburger Altstadt. Der Auftrag, die Verschönerung der Grünflächen. Rund um die Beekstraße wird aufgeräumt. Jugendliche Helfer sowie Anwohner und Freiwillige bemühen sich, Akzente zu setzen. Dabei wurden eigens angelegte Beete bewässert, neu bepflanzt und der Müll von Straßen und Bürgersteigen gekehrt. Klar ist, dass ein grünes Duisburg nicht ohne die Duisburger funktioniert. So lautet zumindest der Appell von Initiator und Helfer Prem Lürs, der selber in der Altstadt lebt. Die Verschönerung und Pflege der Grünflächen hat er zu seinem persönlichen Projekt gemacht. Das entstand aber eher durch Zufall. Wir sind ins Gespräch gekommen und haben eben entdeckt, dass da hinten in Müllers Garten der Baum angefahren worden ist, schief stand, weil da die Autos wild parkten. Und dann wollten wir den retten, haben da abgepöllert und angefangen, einen Garten anzulegen. An der Müllersgasse wurde auf diese Weise ein ölbefleckter, staubiger Abstellplatz für Autos innerhalb weniger Jahre in einen kleinen Vorstadtdschungel verwandelt. Heute war auch ein Team des Kindergartens St. Josef im Einsatz. Dass die fleißige Arbeit im Grün Spaß machen kann, ist klar. Doch für die Kinder gab es auch einiges zu lernen, sowohl über die Altstadt als auch über die Umwelt selbst. Was sie daraus ziehen, einfach zu lernen, dass sie ihre Stadt auch grün sein kann. Eine Stadt muss nicht nur grau sein. Daran kann sich ab sofort jeder Duisburger ein Beispiel nehmen. Eingeladen ist prinzipiell jeder, der möchte. Wer Lust hat, darf gleich zur Schaufel greifen und loslegen. Was wir jetzt noch dringend suchen übrigens, Entschuldigung, ich darf ja nicht in die Kamera gucken, sind Leute, die mit Gießkannen durch die Stadt laufen und immer ein bisschen Wasser fallen lassen auf den Beeten. In diesem Sinne dürfen Altstadtbesucher also freudig auf den kalendarischen Herbstbeginn warten, wenn es für die Helfer und Unterstützer wieder heißt Mission Altstadtverschönerung.